Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde von Let's Play Hearthstone. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Es geht wieder mit dem Paladin weiter. Die letzte Episode verlief für mich ja ganz gut, sage ich mal. Von daher werde ich schauen, ob ich diese Glückssträhne fortsetzen kann. Das heißt, der Glück, beim letzten Mal hatte ich einfach nur ziemliches Pech, dass ich nicht dreimal hintereinander gewonnen habe. Aber ich bin zuversichtlich, dass das heute besser laufen wird. Hält das mal. Ernsthaft? Alter Schwede! Und das für einen Mana. Melde mich zum Dienst. Also es gibt schon wirklich einige extrem coole Karten. Und ich glaube, die Karte ist auch noch gewöhnlich. Jetzt ist sie stärker, oder? Ja, jetzt ist sie stärker. Wow, die Karte ist echt fies. Also die werde ich jetzt am besten sofort niederreißen. Die drei Schaden habe ich jetzt in Kauf genommen, weil die wären mir sonst auf Dauer, glaube ich, zu mächtig geworden. Vor allem, weil, naja, ich nicht viel auf der Hand habe, gegen die Karte bestehen könnte. Okay, das ist einer der neuen aus der Erweiterung. Einem Tiefling fällt einen Schaden zu, wenn ein Charakter geheilt wird. Ernsthaft? Was für eine Bastardkarte. Ja, gut, ich finde sie cool, aber trotzdem, ich hasse sie. Für den König. Für Ehre. Für die Gerechtigkeit. In den Kampf. So, ich denke, daran werde ich mich gewöhnen müssen, in Zukunft auch schon gegen die neuen Karten angehen zu müssen. Selbst habe ich ja schon ein paar aus diesem, ja, Gratis-Boostern, die man bekommen hat. Da muss ich sagen, habe ich zwei, drei coole Karten rausgezogen. Und ich werde mir, sobald der Paladin auf 10 ist, oder generell sobald alle meine Helden auf 10 sind, mich mal dran setzen und allgemein ein, ja, Deck-Rework machen. Um mal alles, was ich so an schönen neuen Karten habe, mal zu verwerten und sie in den Deck zu packen. Und ich habe jetzt noch Mana übrig. Cool. Melde mich zum Dienst. Und vor allem für den Paladin habe ich, glaube ich, mittlerweile zwei Legendaries gezogen. Die werde ich vielleicht auch ins Deck packen. Mal schauen, wie ich das Deck spielen möchte. Und ganz im Ernst, was für Assi-Karten hat der da alles drinnen? Ich hasse diesen Troll. Vor allem in dem Priesterdeck ist er richtig beschissen. Ja. Ich denke, die Runde setze ich mal unter das Motto aufs Maul. So, mal schauen, ich könnte ihn jetzt einfach neuen Schaden reinwirken oder ich könnte bei ihm das Feld abräumen. Würde dann aber auch bei mir einiges zerstören. Nein, ich hätte ihn das Feld abräumen. Sonst würde er bei mir nächste Runde nach Gutdünken zuschlagen. Ach, ich hätte mit dem angreifen sollen und jetzt mit dem das Vieh zerstören. Dummer Fehler. Mal schauen, ob ich dafür die Quittung bekomme. Aber wenigstens habe ich jetzt so kontrolliert seine Sachen kaputt gemacht. Und zumindest drei meiner Karten behalten. Vor allem die drei behalten. Hätte er angegriffen, hätte er wahrscheinlich das anders gemacht. Also hätte er das wahrscheinlich viel schlimmer machen können. Jetzt zieht er eine Karte. Ihr habt mich besiegt. Geben die Priester heutzutage so schnell auf? Ein bisschen mehr Kampfgeist, Kinder. Na, dann würde ich mal sagen, auf zur nächsten Runde. Uta gegen Uta. Okay. Ehrenhaft kämpfen.
Wir kämpfen jetzt anscheinend gegen unseren bösen Zwilling. Oder sind wir der böse Zwilling? Wir werden sehen. Ja, Kämmerchen angelegt und feste Ei drauf. Wie eröffnet mein böser Zwilling? Münze plus... Blöder Robo. Nein, machen wir so. Und greifen an. Jetzt wird er auch mich angreifen. Oh, ernsthaft? Da steht wohl jemand auf den neuen Mechs. Na gut, wie werde ich mit diesen nervtötenden kleinen Bastarden jetzt umgehen? Stellen wir mal dich in den Weg. Für die Gerechtigkeit. Rufen wir noch einen her. Und ich würde dann mal sagen, mach mir den Gottesschild von dem kaputt. Und das wäre es mal gewesen. Aber ich muss sagen, die sind schon echt böse für ihre 2 Mana. Ist noch irgendeine Karte, die Mechs pusht? Nein, aber das haben wir anscheinend ein reines Mech-Deck vor uns. Könnt ihr also live bei mir schon jetzt seines bewundern und zuschauen, wie ich dabei auf die Fresse bekomme? Aha, so, so. Für den König in den Kampf. Dann machen wir mal ein bisschen was von ihm kaputt. So, da hat sich jetzt ausgemächt. Der hat noch das Todesröcheln mit dem 2-1, wenn er zerstört wird, okay. So, gerade jetzt, wenn ich mir die Karte durchlies, muss ich gezwungenermaßen an Magic denken und an diese Artefakt-Decks oder diese Artefakterweiterung Myranor. An das erinnern mich die Mechs gerade irgendwie. Mit dem billiger ausspielen, bla bla bla. So, aber den will ich nicht haben. Den will ich ganz und gar nicht haben. Und jetzt kann ich ja nicht mehr viel anderes ausspielen. Von daher würde ich sagen, hauen wir noch eine rein und lassen das für diese Runde gut sein. Jetzt wird er wahrscheinlich den opfern, um den zu zerstören und mich mit dem direkt angreifen. Oder gleich eine Karte, mit der er mir meinen Weg nimmt. Oh, ein blöder Spotter. Gut, ich muss jetzt an dem 5-4er vorbei. Auf der Hand habe ich jetzt nichts Brauchbares dafür, also vertrauen wir, dass ich was Vernünftiges nachziehe. Das ist ein solider Anfang. Und um Handkarten zu sparen, würde ich sagen, ich rufe da einen neuen Joker. So, jetzt kann ich in der nächsten Runde, wenn ihr mir den am Feld lasst, das Vieh erledigen. Weil eigentlich, das macht 3 Schaden, ich könnte es auch mit dem Token machen. Nämlich sogar lieber. Oh, ich liebe den, den habe ich in Bammel in der Arena gehabt. Das Vieh ist so genial. Auf in die Schlacht! Sieben, vier, ach du Schande. Das wird wehtun. Okay, Kinder. Zeit aufzuräumen.
Und ich würde fast sagen, du musst weg. Und ja, einer von euch zwei einsam muss weg. So. Jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen für Kontrolle am Feld gesorgt. Knappe, mir zur Seite. Oh. Melde mich zum Dienst. Ja, da werden immer mehr. In solchen Fällen wünsche ich mir meinen Magier zurück. Oder einen Magier als Charakter, aber dann müsst ihr einfach schön der Reihe nach wegspringen. So richtig schön bing, bing, bing. Aber man kann nicht alles im Leben haben, oder? Geladen und entsichert! Nehmt das! Hey, gebt mir eine Minute! So. Und das wär's dann. So, Hammer, Nachtklinge und Hand des Schutzes. Die Hand des Schutzes kann ich langsam aber sicher mal einsetzen. Sonst wird sie dann auf der Hand nur schlecht. Wenn ich auf irgendwie einen perfekten Moment warte. Ich frage mich, ob. Die Antwort ist nein. Ernsthaft? Oh Gott, ich hasse ihn. Die wird doch mit diesem Kack 1-1 dann über mich drüber marschieren. Und ich kann nichts dagegen tun. Für die Gerechtigkeit! Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und ich denke, ich werde einen von den Kleinen wegnehmen. Copy kommt dafür nicht zu einem Schaden, aber dafür kann er weniger Schaden auf mich machen. Und er bräuchte jetzt ja nur eine Verstärkung rauslegen und er wird gleich mehr Aua tun als nur diesen läppischen einen Schadenspunkt eben. So, die gute Nachricht, jetzt halte ich noch zwei Runden aus, wenn er nicht mehr macht. Aber er macht natürlich mehr. Oh, Schande. Okay. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt, naja, ich hätte gerade vorhin irgendwie so einen Lebensvertauscher gebraucht, aber ich finde, das macht jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr um. Das Spiel werde ich verlieren. In den Kampf. Aber, wie sage ich so schön, wenn alles verloren ist, dann versuch noch so viel Schaden wie möglich zu machen. Ne? Ja, und das war's dann auch mit dem, was ich noch an Schaden anrichten konnte. Jetzt wird er, glaube ich, einfach über mich drüber marschieren oder wird mir jetzt noch zeigen, wie toll er ist und ganz protzig noch ein paar Karten ausspielen, bevor er mich erledigt. Und nein, er macht es kurz und schmerzlos. Ach, gerade ums Können zu wenig für den Aufstieg. Naja, beim nächsten Mal vielleicht. Das wär's für heute auch schon gewesen, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wenn ja, das Prozedere kennt ihr ja. Bitte Feedback in die Kommentare. Ja, Daumen hoch wäre auch motivierend für mich. Und vielleicht könnt ihr gleich den Kanal abonnieren, wenn ihr ohnehin öfters vorbeischaut oder plant, öfters vorbeizuschauen. Würde mich auch sehr freuen. Na gut, dann wünsche ich euch alles Gute und wir hören hoffentlich bald wieder voneinander.